Gerade ist in Kuba ein kleiner Meteorit niedergegangen und es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Einschläge sogar von größeren Asteroiden zugenommen haben. Das Leben auf der Erde ist in der jüngeren Phase der Erdgeschichte deutlich risikoreicher geworden. Ein Forschungsteam aus Kanada hat nämlich jetzt herausgefunden, dass das kosmische Bombardement auf die Erde angestiegen ist. Klickt zum Science and Fiction, hier gibt es täglich spannende Science-Videos, abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Dass Asteroiden auf die Erde treffen, das ist nichts Neues. Unser Planet wurde seit seiner Entstehung ständig von Asteroiden getroffen und das wird wohl auch in Zukunft wieder passieren. Wir berichten ja regelmäßig über dieses Thema, denn ihr wisst alle, Asteroideneinschläge sind eine reale Bedrohung für das Leben auf der Erde. Im Worst Case können sie ein Massensterben verursachen. Bisher gingen Fachleute davon aus, dass die Einschlagsrate im Laufe der Erdgeschichte nach einem anfänglichen intensiven kosmischen Bombardement auf einem niedrigen Niveau stabil gewesen ist. Bei dieser Art von Forschung und der Ermittlung der Einschlagsrate gibt es jedoch eine große Herausforderung, und zwar sind auf unserem Planeten nur wenige alte Krater erhalten. Auf dem Mond gibt es eine andere Herausforderung. Hier sind die entsprechenden Krater zwar noch erhalten und auch gut konserviert, dennoch gestaltete sich die Bestimmung ihres Alters bislang als äußerst kompliziertes Unterfangen. Doch ein Forschungsteam aus dem kanadischen Toronto war jetzt erfolgreich. Ihnen gelang es, insgesamt 111 Krater des Mondes zu datieren. Als Hilfsmittel nutzten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei das Divinier-Instrument der NASA-Sonde Lunar Reconnaissance Orbiter LRO. Damit ist es möglich, die Temperatur der Mondoberfläche zu kartografieren, und genau das machte sich das Forschungsteam zunutze. Sie analysierten, wie viel Wärme die Krater nachts abstrahlen und konnten so indirekt das Alter der Krater und somit auch die Einschlagsrate bestimmen. Der Trick dabei: Die Brocken auf dem Mond zerfallen im Laufe der Zeit durch zwei Faktoren. Zum einen durch sehr viele Mini-Einschläge und zum anderen durch die großen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht. Dabei können kleinere Brocken deutlich weniger Wärme speichern als die größeren Exemplare. Die Wärmeabstrahlung der Krater gibt somit also Aufschluss über das jeweilige Alter. Die Ergebnisse überraschen sogar die Fachleute selbst, denn die Impaktrate des Mondes ist demnach keineswegs stabil gewesen, wie bislang angenommen. Stattdessen ist die Einschlagsrate vor rund 290 Millionen Jahren auffallend angestiegen. Dieser Sprung in der Kurve lässt sich laut der Autoren und Autorinnen auch auf die Einschlagsrate von Asteroiden auf die Erde übertragen. Diese Annahme konnte das kanadische Forschungsteam auch belegen, und zwar durch die Untersuchung von irdischen Kratern. Konkret analysierten sie sogenanntes Kimberlit-Vorkommen. Damit ist ein Gestein gemeint, das bei urzeitlichen Vulkanausbrüchen entstanden ist und das Krater besonders gut konservieren. Auch hier zeigte sich bei Untersuchung, dass es einen plötzlichen Anstieg des kosmischen Bombardements ab der Zeit vor 290 Millionen Jahren gab. Der Faktor der Impaktrate in den letzten 290 Millionen Jahren ist somit um 2,6 höher als in der Zeit davor. Dazu die Wissenschaftlerin Sarah Matsruhe, die an der Studie beteiligt war. Unsere Studie liefert Belege für eine dramatische Veränderung in der Rate der Asteroideneinschläge auf Mond und Erde, die sich etwa gegen Ende des Erdaltertums ereignete. An dieses Ergebnis schließt sich eine super spannende Frage an, auf die es bislang aber noch keine gesicherte Antwort gibt. Was genau führte zu dem plötzlichen Anstieg des Bombardements? Fachleute vermuten, dass es an Trümmern liegt, die durch eine gewaltige Kollision im Asteroidengürtel zwischen Jupiter und Mars entstanden sind und noch bis heute ins innere Sonnensystem katapultiert werden. Sehr, sehr spannend. Was ist da passiert damals? Wir bleiben an dieser Story dran und halten euch auf dem Laufenden. Asteroid Mining, also Bergbau auf Asteroiden, könnte die Gefahr eines Einschlags von Asteroiden auf der Erde noch weiter erhöhen. Alles dazu in diesem Video. Auf jeden Fall draufklicken. Asteroiden bedrohen die Erde nach Asteroid Mining. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.